Genau, hier bauen wir schon mal rum. So weit, so gut. Sollten wir auf jeden Fall auf Dauer mal ein bisschen ebenerdiger machen. Also ein bisschen Ausgleichsbetriebe bauen. Was haben wir hier? Irgendwas anderes noch? Irgendwas anderes noch? Irgendwas anderes? Oh ja, irgendwas anderes noch. Kohle haben wir, aber kein Holz. Tolle Sache. Also, erstmal zurück. Das geht so nicht. Also ich liebe ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es, wenn die Räume so groß und weitläufig sind, dass man da besser durchgucken kann als diese kleinen Gänge. So kleine Gänge, die werde ich später im Haus schön bauen, weil so, ich sag mal, geheimgängemäßig. Aber jetzt hier gerade stören die mich tierisch. Dann. So, stellen wir dich auch ab. Können wir theoretisch aber hier unten so ein kleines Becken machen? Na, das war jetzt nicht so geplant. So, und dann machen wir das da einfach auf. Dann kann das Wasser da rumfließen. Dann haben wir hier so ein Wasserbecken neben der Lava. Falls wir mal versehentlich in die Lava geraten, dann kann man da nämlich runterspringen. So, hier setzen wir jetzt einfach mal quer ein paar Steine rein. Ist mir jetzt egal, wie es aussieht. Das soll jetzt einfach nur funktionell datesmäßig dienen. So. Hauen wir uns quasi hier so eine kleine Brücke rein. Ja. Machen wir dann irgendwann mal hübsch. Ich rede immer von irgendwann mit so vielen Bauprojekten. Aber so kommen dann wenigstens auch noch Folgen zustande. Viele, viele neue, schöne Folgen. Dockt das dann, das dockt an. Wunderbar. Wunderbar. Das ist doch schon mal schön. Dann kann man hier nämlich besser rennen. Und wo müssen wir hoch? Da durch? Ne, da oben lang, glaube ich, ne? Boah, für die Maus hast du mich jetzt gerade erschrocken. Kannst du doch nicht einfach machen. Ja, ne, da unten durch müssen wir, glaube ich, ne? Nochmal trotzdem hier mal so. Irgendwo ist also hier noch eine größere Höhle. Ich mache jetzt einfach alles zu. Fertig aus. Nein, hier machen wir. Die machen wir weg. So, den auch. Und von da kommen wir, da ist auch nochmal so Sumpfwasser. So, dann machen wir jetzt hier einfach Verkleidung. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Die schauen wir weg. So, und hier können wir hoch. So. Was wollte ich jetzt holen? Fackeln. Da haben wir doch ganz viele irgendwo eben gemacht. Ja. Rennen wir mal ein wenig. Und es ist wieder Nacht. Na, falsche Kiste. So, dann gehen wir wieder runter. Weil es so schön war. Ah, in letzter Zeit trinke ich noch einen Schluck. So. Und insgesamt dürften das jetzt auch mittlerweile mal wieder ein paar Folgen sein. So, dass ihr dann auch mal wieder ein bisschen mehr von mir zu sehen bekommen habt. Nicht immer nur so sporadisch ein, zwei Videos. Aber wie gesagt, momentan muss ich halt echt immer gucken, wie Zeit für was gegeben ist. Das geht leider momentan nicht anders. Denn Arbeit hat immer noch Vorrang vor Aufnehmen. So, irgendwo hier vorne rein war das doch, ne? War das da? Nein, da. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Auf jeden Fall Dunkelheit. So viel ist gewiss. Und hier geht es irgendwie ziemlich runter. Also gucken wir, dass wir irgendwo hier
einen kleinen Abstieg finden. Und uns wie immer überall Licht hinsetzen. Da war gerade irgendwas Rotes. War das Redstone oder Spinnenaugen? Oder Lava? Ich habe gerade irgendwas Rotes gesehen. Bin ich denn jetzt blöd? Okay, darauf möchte ich eigentlich nicht unbedingt eine Antwort, aber. Ach, Lava. Okay. Wow. Hallo? Boah, schon wieder. Also irgendwie spinnt Minecraft momentan total. Was ist das? Ach, eine Fledermaus. Okay. Boah, schon wieder so ein Vieh. Oh, und da ist Lava. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass hier nicht gerade schon wieder irgendwas, weil dann bin ich kaputt. Ich höre irgendwo Spinnen. Skelette. Tolle Stadt. Ja, verwurzelt. Boah, der schießt mich immer noch ab. Kann doch nicht sein. Halleluja. Wie war das eben noch mit der Action und so? Die habt ihr jetzt auf jeden Fall gedacht. Oh nein, 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 nein. Gefährliche Ecke. Wahrscheinlich irgendwo oben spawnen oder so. Wow, und da ist die Spinne. Was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein riesen krasses Höhlenlabyrinth? Wow. 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 Ja. Nö, genau dieses. Du gehst weg. Tschüss. Ja, wird hier eine große Höhle ist, tatsächlich. Da brauche ich keinen Zaun für. So, ne? Boah. Creeper City hier oder was? Halleluja. Halleluja. Tief durchatmen und weiter ins Gefecht. So, Wasser ist schon mal gut, spült alles von uns weg. Hier würde Wasser alles zu uns hinspülen. Nicht gut. So. Ressourcen farmen. Wow. So. Keine Lava. Gut. Da ist noch Lapis Lazuli. Und das waren wir aber doch da, oder nicht? Oder nicht?
Doch, das waren wir. Schock. Schon gedacht, hier wäre jetzt schon wieder irgendwie was gewesen. Da oben müssen wir irgendwie mal hin. Entschuldigung, dass ich gerade so ins Mikrofon gepustet habe. War gerade einfach so der typische Japsa nach dem Motto Bofts. Irgendwie gerade alles irgendwie komisch. So, Licht, auch wenn da nichts groß ist. Ja, da oben vielleicht schon. Wisst ihr, wo ich mich jetzt drüber kaputt lachen würde? Wenn das hier eine Verbindung zu der Höhle ist. Da steht irgendwas. Wo wir eben mit dem Netherportal rausgekommen sind. Das wiederum würde ich dem Spiel voll und ganz zutrauen. Und vor allem traue ich mir zu, mich hier übelst drin zu verlaufen. Was ja gar nicht cool wäre. Und vor allem nicht darunter zu fallen, in die Lava rein. Ist eine Fackel. Wo kommt die denn her? Waren wir da unten gerade eben schon? Ist das vielleicht das Wasser, wo ich gesagt habe, das spült was auf uns zu? Wow. Also Lava ist hier unten gut genug. Hey. So, ja, das ist genau selbiges Wasser. Wunderbar. Können wir uns nämlich jetzt nochmal hier kurz den Redstone einpacken. Kurz was essen, falls wir angegriffen werden. Sollten wir voller Sättigung sein. Ich höre immer noch die Spinne. Ja, Redstone ist schon mal gut zum Bauen und für Lebenspunkte. Und jetzt machen wir uns erstmal wieder auf den Weg nach Heime. Mir wird halt gerade so heiß hier. So. Denn so. Ja, ich denke mal, da mache ich nämlich auch, wenn ich jetzt Heime bin, langsam Feierabend für heute. Boah, geschafft. Es dürften jetzt wieder ein paar Folgen sein. Oder gewesen sein. Wenn ihr die Folge seht, habe ich die nächsten wahrscheinlich schon aufgenommen, denn jetzt dürfte wieder regelmäßiger was passieren. Da jetzt nach dem Umzug, ich muss zwar jetzt morgen auch nochmal einen Umzug mithelfen, nicht meinen, aber einen anderen. Soweit hier alles erledigt ist, ich muss ein Zimmer nochmal streichen in meiner alten Wohnung. Und dann ist das soweit durch. Glücklicherweise ziehen jetzt in meine alte Wohnung ein paar Freunde von mir ein. So. Nein. Ja, doch. Oder nein. Oder ja. Lassen wir mal drin. So. Das lassen wir jetzt auch mal alles drin. Mob-Drop-Zeugs packen wir jetzt dort wieder rein. Redstone haben wir hier. Sand haben wir extrem wenig. Da müssen wir auf jeden Fall auf Dauer mal gucken. Kohle noch ein bisschen und natürlich Pflastersteine. Da müssen wir auch mal auf Dauer auffüllen. Jetzt möchte ich aber, Entschuldigung, musste gerade aufstoßen, nochmal eben gucken, ob sich hier was getan hat. Ich weiß, ob wir im selben Chunk waren. Hat sich noch nichts getan.
ärgerlich, aber wie gesagt, das kann nicht dauern. Ich hoffe zumindest, dass das hier genauso funktioniert. So, dann gucken wir aber jetzt mal eben hier Möhrchen und Kartoffelchen, wie es aussieht. Möhrchen haben wir schon mal. Direkt wieder nachpflanzen. So. Kartoffeln könnten hier die gut sein, ja. Haben wir auch wieder zwei Stück. Das ist sehr schön. So vermehren die sich. Langsam, aber stetig. So. Und ich denke, die Felder müssten soweit sein. Genau. Einmal abernten. So. Alles wird aufsammeln. Und neu pflanzen. So, na, komm schon. Möglichst ohne darunter zu fallen. So, dann haben wir nämlich auch wieder genug Korn zum Züchten für Cookies und für Brot. Apropos Cookies. Wenn wir jetzt einmal gerade hier sind, nehmen wir noch alles mit, was wir kriegen können. So, vielleicht kommt ja auch irgendwann mal so die Möglichkeit auf Kakaomilch oder sowas in Minecraft. Apropos Milch habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Könnte man auch mal. Vor allem werde ich mal gucken, dass ich einen Kuchen mache in dieser Minecraft-Welt. Denn der soll ja auch sehr gut sein. Und ich denke, bis auf die Hühner, da müssen wir mal gucken. Haben wir auch so ziemlich alles, was wir dafür brauchen. Aber die Hühner, die werden wir auch noch finden, wenn wir mal wieder ein bisschen durch die Gegend reisen. Ich glaube, da hinten Richtung Dschungel waren ja auch Hühner gewesen. Vielleicht haben wir auch da schon mal ein paar Eier mit eingesammelt, dass wir mal ein paar Hühner selber züchten können. Es würde ja schon ein Huhn reichen. So, jetzt habe ich da soweit alles eingesammelt. Dies lasse ich jetzt. Ja, dann gehe ich das jetzt noch eben einlagern und dann war es das erste Mal gewesen für diese Aufnahmesession. Ich bedanke mich jetzt schon mal wieder fürs Verpacken. Nein, fürs Zuschauen. Würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir auch zwischendurch mal ein Feedback geben würdet. Denn das fehlt mir manchmal so ein bisschen, damit ich weiß, was euch interessiert, wo ich vielleicht mehr drauf achten sollte. Ja. Und ansonsten war es das jetzt. Wir haben wieder 27 Level, das heißt, wir können wieder bald was verzaubern aus dem Diamantenzeug. Ein paar Bücherregale können wir auch noch dahinsetzen, irgendwann mal. Aber auf jeden Fall soweit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Demnächst bauen wir hier am Häuschen dann weiter. Haben heute ja immerhin ein bisschen was geschafft, schon mal wieder. Und sage damit dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.